Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Quotientenregel. Wir schauen uns heute eine weitere Ableitungsregel an, die heißt die Quotientenregel, mit der wir rationale Funktionen differenzieren bzw. ableiten können. Dazu muss man zunächst einmal wissen, was eine rationale Funktion ist. Eine rationale Funktion ist eine Funktion, in der ein Zähler und ein Nenner auftritt. Das heißt, wir haben einen Bruch, eine Bruchfunktion, wobei sowohl der Zähler als auch im Nenner das x als Argument vorkommt. Solche Funktionen können mit Hilfe der Quotientenregel gut abgeleitet werden. Zunächst habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest. Ganz wichtig ist es wieder, dass du die verschiedensten Ableitungsregeln, die wir bereits in den vorhergehenden Videos besprochen haben, wie Potenz, Wurzel, Polynom, Exponential, Logarithmus und Winkelfunktionen, dass du diese Funktionen gut ableiten kannst, dass du die Ableitungsregeln verinnerlicht hast. Wenn du dir hier noch unsicher bist, dann schau dir die letzten Videos an. Ganz wichtig ist es auch, dass du Funktionen, in denen ein Zähler und ein Nenner auftritt, als solche identifizieren kannst und auch als rationale Funktionen auch definieren kannst. Das heißt, hier bei solchen rationalen Funktionen tritt ein Quotient auf, deswegen heißt auch die Regel, die wir jetzt für solche Funktionen, für das Ableiten heranziehen, auch Quotientenregel. Welche Ziele haben wir jetzt gemeinsam, die du in diesem Video auch gemeinsam mit mir verfolgst? Nach diesem Video solltest du die Quotientenregel auch für die Ableitung von rationalen Funktionen anwenden können und auch an verschiedensten konkreten Beispielen auch üben können. Ganz wichtig ist es natürlich dann auch, dass du nach diesem Video auch eine Mischung aus Quotienten, Produkten, Summen und Differenzenfunktionen auch verstehst und auch weißt, wie solche Funktionen auch mathematisch korrekt abgeleitet werden können. Das heißt, wir haben beispielsweise eine Funktion, in der jetzt mehrere Teilfunktionen vorhanden sind, in denen beispielsweise Produkte, Quotienten, Summen, Differenzen auftreten und damit du die verschiedensten Ableitungsregeln auch verwenden musst, um diese große Funktion auch mathematisch korrekt differenzieren zu können. Zunächst schauen wir uns einmal an, was ist eine rationale Funktion bzw. wie leiten wir eine solche rationale Funktion mathematisch korrekt ab. Wir beschäftigen uns jetzt mit Funktionen, die folgende Gestalt haben. Und zwar q von x, das ist unsere Funktion, die schaut jetzt folgendermaßen aus, a von x durch b von x. Das heißt, wir haben hier einen Quotienten, einen Bruch, in dem sowohl im Zähler als auch im Nenner eine Funktion steht, die von unserem x, von unserem Argumentwert x abhängt. Das heißt, sowohl im Zähler als auch im Nenner kommt ein x vor. Und solche Funktionen werden rationale Funktionen genannt. Hier muss man aber aufpassen, anders als bei Produkten, dass wir hier im Nenner kein Problem bekommen. Denn wenn wir durch 0 dividieren, dann ist diese Funktion an dieser Stelle undefiniert. Das heißt, wir brauchen hier beispielsweise einen Definitionsbereich, der uns angibt, welche Werte hier für x eingesetzt werden können. Das heißt, vor allem diejenigen Stellen x, an denen der Nenner 0 wird, das heißt die Nullstellen des Nennerpolynoms, die müssen vom Definitionsbereich dieser rationalen Funktion q von x ausgenommen werden. Das heißt, a von x und b von x sind zwei Funktionen, die gemeinsam im Quotienten die Funktion q von x ergeben. Aber hier muss man aufpassen, wieder wie beim Produkt, wie man hier beim Ableiten richtig vorgeht. Denn es kann häufig auch dieser Fehler passieren. Deswegen habe ich hier auch Achtung geschrieben, dass die Ableitung einer solchen Funktion von q von x, x² durch Sinus x, ist nicht einfach die Ableitung ganz normal vom Zähler durch die Ableitung vom Nenner. Das heißt, es ist nicht 2x
durch Cosinus x. Hier ist der Fehler begangen worden, dass einfach der Zähler abgeleitet worden ist für sich selbst und der Nenner für sich abgeleitet worden ist. Das ist bitte nicht richtig. Merkt ihr das nicht? Es gibt hier eine Regel, wie wir solche Funktionen, solche rationale Funktionen, in denen im Zähler als auch im Nenner eine Funktion vorkommt, in denen der Variablenwert x auftritt. Hier brauchen wir die sogenannte Quotientenregel. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Ableitung nämlich einer solchen Funktion q von x, die geschrieben werden kann von a von x durch b von x, ermitteln wir mit der Hilfe der Quotientenregel. Und zwar kann man die sich sehr einfach merken, indem wir die Ableitung q' von x berechnen können durch. Hier ist es wichtig, weil wir hier eine Differenz haben. Das heißt, wir müssen hier das korrekt richtig anschreiben. Und zwar als erstes ist immer Nenner mal Ableitung des Zählers, beziehungsweise Ableitung des Zählers a' von x mal Nenner mal b von x. Und dann kommt dieses Minus Zähler mal Ableitung des Nenners a von x mal b' von x. Mit Hilfe dieser Regel kann man sich das wahrscheinlich leichter merken. Ableitung des Zählers mal Nenner minus Zähler mal Ableitung des Nenners. Und dann dividieren wir diese neu erhaltene Funktion, durch das Quadrat der Nennerfunktion. Das heißt durch b von x². Dieses b von x² ist immer so und oben ist diese Rechenregel auch immer so. Das heißt, wir müssen uns diese Regel einfach merken, dann können wir jede Art von rationaler Funktion sehr gut ableiten. Ich habe dir hier auch wieder ein Beispiel mitgebracht, das du auch auf deinem Arbeitsblatt findest. Und zwar, wenn wir jetzt die Funktion q von x gleich Sinus x durch x anschauen, dann haben wir sowohl im Zähler als auch im Nenner eine Funktion, die von x abhängt. Und hierzu brauchen wir die sogenannte Quotientenregel. In unserem Fall wäre a von x Sinus x und b von x wäre x. Und jetzt leiten wir diese Funktion mit Hilfe der Quotientenregel ab. Und zwar, wir dividieren zunächst einmal durch das x zum Quadrat, durch den Nenner zum Quadrat, durch x Quadrat und schreiben oben im Zähler als erstes die Ableitung des Zählers, das heißt die Ableitung von Sinus ist Cosinus x, mal den Nenner hin, mal x und dann minus Zähler mal Ableitung des Nenners. Das heißt minus Sinus x mal die Ableitung vom Nenner. Der Nenner wäre abgeleitet 1. Also erhalten wir insgesamt Cosinus x mal x minus Sinus x mal 1 durch x². Wenn wir das jetzt noch ein wenig vereinfachen, indem wir den Bruch auch auflösen auf zwei Teilbrüche, dann kommen wir zum Ergebnis Cosinus x durch x. Denn x durch x² wäre 1 durch x, das heißt wir erhalten hier Cosinus x durch x minus Sinus x durch x². Ich habe einfach hier, oder am Zettel ist einfach der Nenner auseinandergezogen worden auf zwei Teilbrüche. So leiten wir rationale Funktionen ab, in denen im Nenner als auch im Zähler eine Funktion vorkommt, die von dem Variablenwert x abhängt. Bitte merkt dir diese Quotientenregel gleich gut wie die Produktregel, denn du wirst sie auch öfters brauchen. Schauen wir uns ein Beispiel jetzt auch an als Übung. Und zwar ermittle die Ableitungsfunktion dieser gegebenen Funktion hier, dieser rationalen Funktion 3 mal x minus 1 durch x² plus 1 und vereinfache sie so weit wie möglich. Verwende ich hierfür die Quotientenregel und auch die Summen- bzw. Differenzenregel. Du kannst dieses Video hierfür jetzt stoppen. Schauen wir uns das Ergebnis nun gemeinsam an. Wenn wir jetzt diese Funktion betrachten, dann sehen wir, dass es eine Funktion ist, die aus einem Quotienten besteht, aus einem Zähler als auch aus einem Nenner, in denen sowohl im Zähler als auch im Nenner ein x vorkommt als Variable.
Das heißt, wir verwenden hier die sogenannte Quotientenregel zunächst und schreiben Q' von x ist gleich. Zunächst ist es am leichtesten, wenn man sich den Nenner anschaut. Und der Nenner wäre dieses Nennerpolynom x² plus 1. Das muss hier quadriert werden. Und dann brauchen wir für den Zähler wieder unsere Regel. Und zwar brauchen wir hier für den Zähler Nenner mal Ableitung des Zählers. Das heißt, wir bilden hier die Ableitung des Zählers. Die Ableitung des Zählers wäre hier gemäß der Differenzenregel 3. Und dann mal den Nenner ganz normal hingeschrieben. X² plus 1. Dann kommt ein Minus. Minus Zähler mal Ableitung des Nenners. Ich schreibe den Zähler auf. 3x minus 1 mal die Ableitung des Zählers, des Nenners, und das wäre hier in diesem Fall gemäß der Summenregel des x² abgeleitet, wäre hier 2x. Und dieses Ergebnis sollen wir so weit wie möglich vereinfachen. Dazu schreibe ich noch einmal die Ableitung hin. Q' von x ist gleich. Wir müssen jetzt die Klammern ausmultiplizieren. Dann erhalten wir hier 3x² plus 3 minus 6x² plus, minus und minus ergibt plus, 2x. Und dann dividieren wir hier noch durch x² plus 1 zum Quadrat. Und jetzt können wir denn im Zähler oben noch die einzelnen Ausdrücke zusammenfassen. Dann würde das dasselbe sein wie minus 3x². 3x² minus 6x² minus 3x² plus 2x plus 3. Und im Nenner können wir nicht viel machen. Da schreiben wir, weil es einfach schöner ist, diese Klammer mit dem Quadrat an, ohne es auszuquadrieren bzw. ohne die binomische Formel hier zu verwenden. Das wäre das Ergebnis dieser sogenannten Quotientenregel genau für dieses Beispiel. Wir sehen also, dass sich durch die Quotientenregel, durch diese Ableitung, dieser Ausdruck bzw. die Ableitungsfunktion wesentlich vergrößert. Das heißt, dieser Ausdruck ist wesentlich größer als jetzt die ursprüngliche Funktion. Das heißt, durch dieses Ableiten eines Quotienten wird im Grunde oder kommen immer mehr Ausdrücke, mehr Terme hinzu, sodass es dann sehr schnell auch unübersichtlich auch werden kann. Aber wenn man das einmal ableitet, dann ist es noch relativ übersichtlich. Erst beim mehrmaligen Ableiten dann kann hier auch diese Funktion immer unübersichtlicher werden. Wichtig ist, dass du dir die Quotientenregel ganz gut verinnerlichst und auch die Produktregel, denn wir werden sie des Öfteren in der Mathematik noch brauchen, um jetzt verschiedene Funktionen auch gut ableiten zu können und daraus auch einige wichtige analytische Eigenschaften für diese Funktion auch herleiten zu können. In unserem nächsten Video schauen wir uns Funktionen an, die miteinander verkettet sind. Das heißt, wo eine äußere Funktion vorliegt und eine innere Funktion vorliegt. Und solche Funktionen können wir mit Hilfe der Kettenregel auch mathematisch korrekt ableiten. Bis bald!